Ladies and gentlemen, why am I talking like snake? Is it because I am one? Yeah, am I thinking or talking? Is for you will eat the bugs, wear the mask, own nothing and be happy. Receive now some of the dearest words from your god. Yes, actually, this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. What we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, that we penetrate the cabinets. And I know that half of this cabinet, or even more, half of this cabinet are actually young global leaders. Ey, deine Tropenfrüchte sind verbotene Gelüste und reisen um die halbe Welt. Ganz ohne Gewissen ballerst du Obst in die Schüssel, bis die Supply Chain bald zerfällt. Schieb ab mit deiner elendigen Avocado-Fresse, sonst bekommst du vom Leben nix Sadomaso-Dresche. Oder stehst du drauf? Du stehst drauf in den Fängen der Geschichtenerzähler und lebst auf, denn sie gängeln dich immer härter. Du stehst drauf. Und es ist dir egal, wie offensichtlich es heute manchmal ist. Diese Leute haben geschickt mit Nachrichten im U-Bahn-Schacht, hat mit Liebe euch mit Angst gefickt. Also geh schön in den Supermarkt, denn du kennst die deutschen Pflanzen nicht. La 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 la. Du bist der Vorbote des Bösen, zutiefst gestört und dermaßen stur. Statt Verboten brauche ich Lösungen, nur Vielfalt fördert die Permakultur. Wir brauchen kein Gift für Schädlinge und Monotot. Chill, rauch mal ein Spliff und quäck nicht, wer homophob ist. Fuck, man hat dich belogen und getäuscht, und währenddessen hat man den Boden schön verseucht. Der Mensch ist ein mordender Depp und wird dir nicht alt werden. Du denkst, du und dein Borkeninsekt ist schuld am Waldsterben. Doch der Käfer steht nur am Ende der menschlichen Fehlerkette als Gesandter des Schäfers, der endlich dessen Seele rette. Du achtest nur auf einzelne Symptome, vielleicht ist es aber auch eine heilige Synkope. Aber was sonst, das regelt bald die Abholzung des Regenwalds. Du fragst dich, warum siehst du nur vernebelt das größere Ganze? Das kannst du deinen Gebeten zum Bösen verdanken. Du blöde Ematze will sich in der gequälten Lösen verschanzen. Doch der Schatz am Ende des Regenbogens ist das Wunder des Erbarmenden und nicht die leblose Umkehr ins Satanische. Die globale Erwärmung ist eine totale Entfernung von der Natur und dein Beispiel, das dumme Denken zu verabdichten. Die momentane Verklärung nur Ablenkung der Verantwortlichen. Missio 2 wird der Weg der Wütenden geebnet und die Welt geteilt. So ist Kleberei und Streit wegen düsteren Themen keine Seltenheit. Das ist leider anders, von sich daran, dass das Wasser nicht im Land verdunstet. Wäre das der Fall, hätten wir blühende Auen. Die Verklärung ist zum halber Fakus, grün wird braun. So lernen wir schon bald auf Lügen zu bauen und der Verführung zu trauen, weil wir an Führung nicht glauben. Die Meander sind begradigt für den Binnenverkehr. Die Verschandler werden begnadigt und dann hinterher. Für jede Schand hat noch geadelt, ja man windrät der. Hauptsache die Landschaft ist verkabelt, komplett sinnentleer. Dass du glaubst, das Problem werden sogenannte Klimaleugner, ist die Mainstream-Media-Krankheit. Tobeln stammelnder Wiederkäuer. Deine Aufmerksamkeit wird auf das Feindbild des Saublöden gelenkt. Du glaubst jeden Scheiß, das dich auf lautes Blöken begrenzt. Du bist saudumm. Bleibst ewig dumm, du bist allein, denkst nicht allein, denkst es muss sein. Ganz ohne Wiedergeburt genießt du dein Life als Herdentier. So bist du unter diesem Druck zum miesen Schrei als pervertiert. Erlebst noch bevor du wie ein Kind schlummernd in dein Grab lagst deine unersättliche Verzweiflung. Vor diesem Hintergrund ist schlafscharf eine unzutreffende Beschreibung. Oh. Decarbonize to reach zero carbon emissions, or net zero, as it is called. This energy transformation, it's not only the only factor pushing this economic transformation. The big reshaping of global supply chains, which is just happening now.
einen Weg zu finden, die Bevölkerung zu reduzieren. Wir werden mit den Alten beginnen, dann die Schwachen und dann die Nutzlosen, die nichts zur Gesellschaft beitragen, weil es immer mehr werden und vor allem schließlich die Dummen. Euthanasie richtet sich an diese Gruppen. Wir werden sie loswerden, indem wir sie in den Glauben lassen, dass es zu ihrem eigenen Besten ist. Alle sprechen von der Zeit des großen Erwachens, aber für wen? Aufwachen ist ein seltsames Unterfangen, eng verbunden mit dem Weltuntergang. Ich frage mich, sind alle nur noch fucking NPCs? Ich ertrage es nicht, wann tut dir dieser Schwachsinn endlich weh? Ja, die Aussichten sind grimm, klar, wir hausen in der Sim. Mit dieser Scheiße verleugnest du in deiner Bubble die Realität. Für die meisten Leute kommt dieses Gesabbel eben zu spät. Das ist wie warten auf Godot, du darfst nicht aus deinem Loch. Laberst wie ein Bot, alles was du sagst ist Verrat an Gott. Ich nehme Reis aus und scheiß auf dummes Geschwätz von unfähigen Heads, dass die Erde weiß, wie sie uns klein kriegt, ist weit mehr als nur likely. Du Spast, wartet ist dir zu krass. Gehst du bei allem mit, bis du in der Falle sitzt? Geh du Hampeln studieren, dass sie das Wetter manipuliert, ist den Wählern der Ampel zu viel. Sie versagen so kläglich und ich frage mich täglich, wann bist du real? Und so frage ich dich bezüglich des Oberanstichs, warum nicht dreimal, viermal, fünfmal, lohnt sich das nicht? Du hast doch dann geklaut, also zieh jetzt auch durch. Du hast doch behauptet, wie ein schwieriger Lurch, dass du es brauchst und nicht kriegst vor der Furcht. Und jetzt bist du verlogen und kannst dir nicht eingestehen zu wissen, wann die da oben in deine Seele reingeschissen haben. Bro! Krass, Digga. Du hast Angst. Du zitterst wie ein Spastiker. Verfluchtes Land, das ist noch unser Hass triggert. Das darf nicht sein, du erstarrst so steinfest in Medusas Hand. Was sicher, die Gefahr war nie größer, 90% loser Mann. Frag mich nicht nach dem Namen dieser Teufelsmanie, du wirst gefickt von den Ahnen der Euthanasie. Du wurdest angefixt vom Antichrist, leugnet es nie, denn die Hoffnung bringt die Reue ins Spiel. Manche sagen, sie hätten's fürs Reisen gemacht, get real, du hast scheiße geschmackt. Auch sicher etwas ausgeschmückt mit deinem Reisetweak. Die official Website sprachen ausdrücklich von keinem Peeps. Quasi ein vernichtender Hype des Nazi-Beschwichtigungsgeist. Die meisten waren Lunatics und jetzt ist alles Bluna, Bitch. Statt zu lernen, verfolgen wir lieber den tausendsten Hype. Wir haben ein mieses Problem mit der Aufrichtigkeit. Atlantis muss niedergehen in den brausenden Weiten der riesigen See im Laufe der Zeit. Statt den Sirtier zu sehen, der auch mal gedeiht und Liebe zu geben, sind wir sauer von Neid. Wie Diebe am Stehen, was uns Power verleiht. Greedy hoch 10 zu allem Grauen bereit. Die Tiere quälen, wir gehen dauernd zu weit. Sie niedere Wesen und wir glauben im Geist. Die Lieben wir sehen, von zu Hause vertreiben. Wir sind in diesem Leben nur Außenseiter, die niemals ein Sehen die Augen am Reiben. Statt die Bibel zu lesen, schauen wir live in Liebe beim Reden zu ersaufen im Leid. Alles Liebe vergeht dem nur im traurigsten Mind. Oh, krass, Digga. Du hast Angst. Sie zitterst wie ein Spastiker. Verfluchtes Land, das nur noch unseren Hass triggert. Das darf nicht sein, du erstarrst zu steinfest in Medusas Hand. Was sicher, die Gefahr war nie größer, 90% loser war. Frag mich nicht nach dem Namen dieser Teufelsmanie. Du bist gefickt von den Ahnen der Euthanasie. Du wurdest angefixt vom Antichristen, leugne das nie. Denn die Hoffnung bringt die Reue ins Spiel. Die Hoffnung bringt die Reue ins Spiel. Yo, yo. Idioten, die Angst hatten, waren keine Seltenheit, selten hohen gegen Standhafte, doch sind Geld vor Neid. Sie sind frohen Mutes wegen ihres noblen Blutes und bewegen sich für ein bisschen Beachtung, spirituell besseren Wissens zur Schlachtung. Es vergeht ein Jahr, es vergehen zwei Jahr, wir erleben zwar kein großes Vergeben, aber ein Haufen Neid und keine Spur von Aufarbeitung. Höchstens mediale Aufbereitung, weil es die Wut verlangt, ja, so finden wir niemals zueinander. Stattdessen sind wir vernetzt auf Klimademos, weit entfernt davon, sich mal zu schämen. Wir haben verletzte Riesen-Egos, die unsere Lernerfahrung nähen. Du hast Angst in diesem verfluchten Land. Sitzen wir fest in Medusas Hand. 90% loser Mann. Frag mich nicht nach dem Namen dieser Teufelsmanie. Du wirst gefickt von den Ahnen der Euthanasie. Du wurdest angefixt vom Antichristen, leugnet das nie. Denn die Hoffnung bringt die Reue ins Spiel. Wir werden etwas finden oder verursachen. Eine Pandemie, die auf bestimmte Menschen abzielt. Eine echte Wirtschaftskrise oder nicht. Ein Virus, das die Alten oder die Älteren befallen wird, spielt keine Rolle. Die Schwachen und die Ängstlichen werden erliegen. Die Dummen werden es glauben und darum bitten, behandelt zu werden. Wir werden dafür gesorgt haben, die Behandlung geplant zu haben. Eine Behandlung, die Lösung sein wird.
fragst, wie kann ich anderen ein Grinsen bereiten in diesen fucking harten, finsteren Zeiten? Meide das gedrückte Licht, suche Ferne von Lügen, Geschichten, lerne, was Güte ist. Lass dein Third Eye aus der Stirn raus, wüte nicht, ruf diese Lyrics in deinem Hirn auf und hüte dich vor spirituellem Burnout. Nicht alles ist bedeutungsschwanger, schalte trotzdem niemals sein inneres Gehör aus und stell keine Leute an den Pranger. Bist du der mit der guten Idee oder der folgende Booster? Denn in Beziehungen geht es um Follow-up-Moves, ja. Sind das die Aufgaben der Ungeschossenen? Ein Wink mit dem Zaunfall an die Unentschlossenen. Ich warte auf Moves, wo sind eure Moves, ja? Tut es euch wirklich gar nicht leid? Wirklich überhaupt nicht leid? Dann habt ihr euch geoutet als zerstörerische Faction. Selbst wenn es jetzt lautet, können viele gestört wegsehen. Doch wenn es dann auffällt, werden sie gehörig geächtet. Inzwischen weiß es jeder, es ist die Upper Fraction. Nicht mal dement sein Vater würde das vergessen. Ja man, ich denk oft an unseren Satz von damals. Seit ich alles mit Karte zahle, schlafe ich bedeutend besser. Dieser Marketing-Job von damals ist heute ein Messer. Ich bin ein Barpay-Block, zahle häufig mit Cash. Ich gönn dir deins, du gönnst mir meins, das ist doch nur menschlich. Und eins von beiden abzuschaffen wäre unendlich dumm. Warum immer in Extremen denken? Lass dich auf deinem Weg nicht lenken. Lass dich von der Erkenntnis Wut erlösen und lerne im Getösen zu scoopen. Im Yin und Yang stimmt das Gute im Bösen und das Böse im Guten und beide schwimmen im Bunten. Many are the fish in the sea. Lass uns die Welt erkunden. Denk mal dran, dann ist sie clean. Sie ziehen unsere Runden. Und mal, guckst du nach oben oder unten? Keiner will doch die Qual von der Seite des Opfers erleben. Wir haben keine Wahl, solange wir uns noch begegnen. Sind wir gemeinsam stark und können den Weg doppelt ebnen. Es ist so banal, alles ist Gott gegeben. Du willst kein Bargeld nutzen, ist doch okay. Aber zwing nicht die anderen, es auch so zu sehen. Alles entweder oder, wo verläuft eigentlich die Mitte, Alter? Sich wegen so einem Schwachsinn anzuspucken. Wir sind geistig noch im Mittelalter und wollen die Technologie von Atlantis nutzen. Yo, dieser Song ist für alle geschändeten Seelen da draußen. Gebt niemals auf, findet für euch einen Grund, um weiterzuleben, egal was sie euch angetan haben. Die sind die Gestörten, ihr könnt nichts dafür. Oh. Sie kommen mit leuchtenden Augen hierher aus dem All, werden getäuscht und missbraucht, sind Sterne, die fallen. Wir erniedrigen die Kids mit constant Discouragement. Echte Probleme sind, wenn deine Scheiß-Bolzenkarre brennt. Auf harten Drogen seit sie in der Kita spielen. Viele wissen nicht nach Ritalin. Ist nichts anderes als Amphetamin. Bis Brüder, bis sie dann am Ketamin. Was Hilfe? Lass mal, Digga, die letzten 100 Meter gehen. In wenigen Zeilen, so viele Welten. Du tust doch leiden, sie dir nicht helfen. Bis du dich endlich wehrst und die Cops mal aufheizt, bleibt es beim ewigen Täter-Opfer-Ausgleich. Mit dem er deiner Seele Hoffnung rausreißt, vielleicht ertönt aus deiner Kehle doch ein Aufschrei. Denn sie glauben nicht an die Käse-Pizza-Industrie. Was genau versteht ihr nicht an Industrie? Es zerbricht dein Herz und diese Scheiße fickt auch dein Kopf, yeah. Das zu verklären ist ein weiterer Missbrauch der Opfer. Ist es das, was du willst? Willst du mitficken? Lindemann statt Linderung, so dreht sich ewig der Teufelskreis. Doch nicht die Kindermann, ich empfinde nur Ekel für jeden, der das zu leugnen weiß. Wir können easy quälen und peinigen, aber uns auf die Realität nicht einigen. Wir können erahnen und bewerten, aber nicht aufwarten mit Werten. Schon früh lernt deine Mama dich zum Doc zu schieben. Er darf was für die Pharma diagnostizieren und dein Vater darf den Boss nur spielen. Das ist kein vorübergehender Toxic-Spiel. Vergübergäßlein, den weißt du noch vor ihm.
Damals lagst du weinend im Kinderbett, heute surfst du alleine im Internet. Immerhin weißt du jetzt, was Sonntagsmodus heißt. Und warum du schon mal zu Drogen greifst. Und warum du auf die guten Noten scheißt. Was ist das für ein aus der Dose Life? Von Geburt an sind wir alle totgeweiht. So verarbeiten die angeblich Erwachsenen nicht ihr verkapptes Lebensleid. Sie sind zwar meistens am redlich Quacksalbern, doch machen dann das Gegenteil. Kinder haben ganz toll, weiß Gott, mit 10 Jahren schon Vollzeitjobs. Wir verfolgen sie wie die Hummel-Zeige-Gebildeten. Sind deine Eltern auch stolze, verdummte, verzweifelte Hillbillies? Nur du hast Skill in the Game und High Liability. Wie Don Quixote kämpfst du allein gegen Windmillies. Ein krankes System macht sie selbst zu Nymphotäter. Dank obskuriertem Abfuck-Symptomträger. All die gottgeschickten Macher sind nur Jäger. Leben eine kopffickende Nacht im Limbo-Äther. Immer so schwer sein. Manchmal wünsche ich mir, alles aus der Sicht von Gott zu sehen. Never forget, I'm okay, you're okay. Siehst du das bigger picture? Wahrheit gibt's nur zwischen uns und nicht in Scripture. Von irgendwelchen Medienmogulen, die irgendwas Unerhebliches ruhen, haben euch was Grottenhässliches in den Kopf gesetzt. Ey Digga, Gottheit heißt nicht wirklich Gottkomplex. Es bedeutet nicht, die Details zu finden und zu richten. Es geht nie um einzelne Dinge, sondern die Verbindung dazwischen. Alles ist okay, you're okay. Was geht denn ab da? Die argumentieren Vernichtung. Was geht denn ab da? Sollte ich's vielleicht selbst schnell beenden? Ein bisschen chillen im Gärtchen, ne neue Menschheit säen. Schon nach einer Millimilliardchen müsste ich wieder säen. Vielleicht hätte ich nicht mal Zeit zum Mittagessen. Ach so, ich red ja ins Nichts. Ihr dummen Wichser habt keine Ahnung, kein Plan von nichts. Millionen Jahre lang nach Schlaf viel zu kurz. Menschen sind so high maintenance. Das verloren gegangene Schaf in tiefen Sturz verbrennt in Sünde, weil's insane ist. Insane. Dieser Film ist zu spannend, um jetzt einzurassen. Freier Wille getrennt nach die Wand von Dreck Science-Fratzen. Ihr bildhaftes Denken verlangt den Next Hype zu schaffen. Die Sinneskraft längst abhanden mit Frechheit im Nacken. Das ist also dieser neue Mensch, dieser Eumel denkt. Er gewinnt ein Tauziehen mit dem Leben. Träume von Ewigkeit und dem Aussiegen der Gene. Freude in Querelen, seine dumme Faust wieder zu heben. Verleugnen sich gegenseitig den Power-Creep erleben. Verleugnen die Seele, weil sie auf Liebe nichts geben. Aber passt mal auf, was jetzt passiert. Ihr glaubt nicht an mich, weil ich schweige. Stille Wasser sind tief. Was hab ich damals gemacht, als das Fass überlief? Ihr habt euch den Twisted Weißkitteln aufgeopfert. Doch ich schicke ein Heilmittel aus dem Kosmos. Ich höre die Schreie der leidenden Seelen, während es euch betört, einfach weiterzugehen. Ich zerstöre euer dreistes System, denn ihr dummen Nörgler treibt es extrem. Auf die Spitze wollt ihr sterben? Ihr wollt die Geschichte nur verklären? Denkt ihr, ich lass euch Witze auf mich werfen? Folgt nicht mir, sondern nicht nur den Schergen. Ein kleiner Schnipser von den Sternen und euer Schicksal liebt den Scherben. Warum sollte ich gut zu euch sein? Ihr seid es selbst nicht, ihr seid nicht mal lebensfroh. Mit eurer kleinen Weltsicht scheißt ihr auf euer Seelenwohl. Ich sage, wer ein Schelm ist, dem ergeht es ebenso. Erst gibt's ne Schelle mit ner Hitzewelle und für euer Kleingeist setzt es dann ne Eiszeit. Das findest du wohl lustig, was? Ich werde auch lachen. Es wird mir eine Freude sein, euch eurem hohlen Wissen euch einfach zu zerreißen. Euch auf dem hohen Gipfel eures Übermuts zu streichen. Euch aus den toten Wipfeln in die Flut zu schmeißen. Ich schone nichts, lass meine Wut entweichen. Ich vernichte alles, was ihr für erhaltenswert haltet. Weil ihr glaubt, mein Werk ist zerfallen und veraltet. Ihr merkt nicht, dass durch eure Düsternheit die Welt sich wandelt. Dass am Ende nur Wüste bleibt, weil ihr es selbst verschandelt. Mein Wunder ist so alt und für mich ganz selbstverständlich. Bekundet mein Urwald, mein Glas glänzt unendlich.
jetzt 5 sehr heftige Tracks. Wir brauchen ein bisschen Leichtigkeit. Was geht ab in der Welt? Ich schau mich um. Vom Höhenmensch zum Jetzt. Hat sich was geändert? Hey! Wir warfen doch einst unsere grünen Augen mit deinem Star-Driven meinen Psychonauten auf das Abendkleid deiner süßen Frau. Mal kurz nicht aufgepasst, Hauptsache du weißt zu imponieren, aber ein gerufener Geist kann man nicht studieren. Und das Dasein allein in unserem boring everyday life von Tee zu Horny, ständig nur geil, das ist die Story, stell dich drauf ein, als Mensch bist du ein. Krasser Witz mit Abstöbern durch hunderte Ränge. Kannst im Blitzlicht manövern durch dunkle Gänge. Fuck nix, trifft dich gröber als verbundene Engel. Als zerrissenes Stöhnen der verwundeten Engel. When shit hits the fan, bekleben wir unsere Antennen. Und unser Wahnsinn ist mit Bewohner und tritt nach außen. Das Stammhirn sieht aus wie ein zurückgezogenes drittes Auge. Darüber liest man über tausende Jahre mit dem Neugier. Das Denken quellen wir erschufen, wenigen aus Papieren, die wir heute über Menschen stellen. Guckst du nach einem harten, krassen Tag entspannt ins Abendrot oder bist du nach 3 Jahren Maske tragen, krank vor Atemnot? Nach diesem sehr enttäuschenden Schwarmverhalten wundern mich nicht mehr die leuchtenden Alarmlampen. Ein Furz von 33 in Fleucht aus alten Darmfalten, als wollte sich Adi die Voice nur für den Fall mal warm halten. Aber Deep Reaper friemeln wieder am Weltbild der People, please ein FIFA-Fieber, schieb ab Creeper, spiel mal lieber, das ist kein Spiel, das ist ernst. Währenddessen machen mächtige Leute heftige Beute, weshalb wir letztlich versäumen, der Action zu joinen. Du kannst den Dreck doch nicht leugnen, der wächst nicht auf Bäumen. Von Respekt lässt sich träumen, aber trotzdem schätze ich eure verlässliche Treue. Hab Mut. Und irgendwann ist auch mal gut. Yo, kopfdicke Musik ist super nice. Manche nehmen mich mit, was für ein Scheiß. Ich schicke sie weg, back mir ein Eis. Wir machen halt durch die Rasse rein, schneid dich an, es wackelt jetzt gleich. 500 Consciousness hat live in den Song gemixt. Du hast dein Vater, weil er dein Onkel ist. Leithammel wollen Shit und nerven, weil alles verloren ist. Wie das Turn, dein Peace, my friend, was du hörst oder siehst oder denkst, ist nur so self-take, nur first-hand experience. Unhackbare Divergenz. Du dachtest, du hast leichtes Los, dein Hirn ist soft wie weiches Moos, brauchst von dir selbst ne Microdose, sonst kommst du in die gleiche Not. Deiner Väter vereint den Tod, streichel nicht dein Ego, bleib im Blut. Ninja Tracks überall, jemand wischt Abomination upon this nation. Sei kein Schwarzmal, der Smartfahrer. Selbst inzwischen menschlich bekommst du links geschenkt, das vermischen sich ganz und verwischt das Denken. Du vermisst Kontakt, aber übertriebene Bedürftigkeit ist zu krasser Misskontakt. Ich wünsch dir Balance zwischen zwei Extremen, kommt aus Licht und Wein zu sehen. Diligenz nicht im Zweifel zu gehen, Diligenz ist einfach dein Leben. Das ist rough, dein Kopf explodiert. Mein Kopf ist 500 Mal explodiert. Es fliegen die Fetzen, du dachtest, die Triebe zu knechten, die Freedom zu hetzen. Und das Leben zu lächeln ist der beste Weg, um People zu getten. Aber du suchst grad noch meinen Splitter in dir, während sich über dir ein Gewitter formiert. Wir sitzen hier und zerknittern Papier, vielleicht weil eine Welt mit dabei ist. Liegt sicherlich hier auf diesem viel zu großen Scheiterhaufen. Es gibt hier nichts zu holen, einfach weiterlaufen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Dass du's nicht hörst, erst durch das Licht existiert der Schatten. Welcher Friedensfreund exportiert denn Waffen? Einer, der sich über Kriege freut mit Gier nach Asche. Aber zwei Homies leuchten alles weg. Zwei Homies leuchten alles weg.
Nach der Cancel Culture sind wir bereit, unsere Kultur aufzugeben. Sie zwingt uns, ohne dieses Werkzeug auch die Cure auszuhebeln. Denn wir könnten ja lernen, in die Natur rauszugehen. Und das machen ja Jesus-Nazis nur Außenstehende. Ist klar definiert, getrennt mit Appearance-Trend. You just appear to be cool, du bist clearly ein Fool. You think you're cool, cause you listen to Hip-Hop, but your balls did not drop. Du bist doch nicht serious, was du machst ist doch delirious. Aber du sagst, ich liebe es, oh. Menschen denken, sie wären proud motherfuckers. Sie beten nun zum Devil und sind frustgeschwängert. Betreten nur wenige Levels und Bewusstseinsstränge. Und die fehlt Bewusstseinsstränge. Disziplin, Mutterficker, sonst frisst dich dein Futter und dann fick dich die Mutter. Wir können nicht alles nehmen, ohne Konsequenzen. Es ist keine Leistung, dem Leben Tode zu kredenzen. Zwei Homies leuchten alles weg. Zwei Homies leuchten alles weg. Du leugnest halt den Dreck und bist längst verzweifelt. Wir leuchten alles weg mit Mental Science. Jenseits deiner Fensterscheibe geht das Denken weiter. Imagine deine Psychic Powers ohne Egomanie. Magic-Hype wie der Eiffel Tower und Telepathie. Hoho! Nach dem guten Stoff kommt der feine Stoff auf Repeat und rewind in deinem Kopf. In tiefer Verbundenheit mit dem einen Kosmischen. Nach dem Stofflichen kommt das Feinstoffliche. Outside looking in, gibt es überhaupt ein Außen? But we're looking out und wohin gehen wir, wenn wir raus sind? Wir sind ein Bewusstsein, das sich getrennt wahrnimmt, aber trotzdem verbunden über die Grenzen darin. Zwei Homies leuchten alles weg. Zwei Homies leuchten alles weg. Oh. Yeah. Oh. Allein in unserem Geist können Grenzen existieren. Verweilen wir zu zweit, können wir das Denken mal riskieren. Wir haben uns Jahrhunderte mit Gedanken unterjocht. Warum zanken wir uns noch? Wegen der Schranken in deinem Kopf bist du wie Pflanzen eingetopft. Aber unsere Wurzeln verengen sich elastisch. Und weil sie stark und nicht so gut sind, sprengen sie das Plastik. In dessen Fällen haben wir ein zweites Nest gefunden. Und dafür hängen wir an Seilen festgebunden. So nimmt das Böse seinen Lauf und sticht uns ein Loch ins Herzen. Doch ich löse sie auf und habe ein Docht für Kerzen. Yeah, yeah. Zwei Homies leuchten alles weg. Zwei Homies leuchten alles weg. Immer noch haben viele Menschen Angst vor Tieren. Wer in sein Zimmer hockt, kann nicht das Denken transformieren. Hör auf die Inner Clock und beginn Geschenke anzuziehen. Das Geben ist der Reichmacher. Slow down, die lebt dein Leben in Zeitraffer. Yeah, Licht in der Dunkelheit, Licht in der Dunkelheit. Zwei Homies leuchten alles weg. Zwei Homies leuchten alles weg. Zu viel Hektik hat uns den Überblick geraubt. Doch in Dialektik wachsen manche über sich hinaus. Wenn du dich verachtest, ist es klar, dass du einklappst. Denkt man nicht, dass du schwach bist in wahrer Gemeinschaft. Wir können Dämonen nicht vernichten, was ist gut oder schlecht. Selbst ionenlanges Schlichten wird der Wut nicht gerecht. Wir müssen es raffen, sie nerven sich an Angst. Die Lücke ist am Klaffen zwischen Haben und Verstand. Eine Brücke ist zu schaffen zum wahren Verband. So ist der glückliche Affe bei Fragen angelangt. Deine Antworten sind deine Verantwortung. Nur zwei Homies dürfen Antwort kommen. Zwei Homies leuchten alles weg. 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 Zwei Homies. Lese aus einem heiligen Artefakt aus dem Jahr 2023. Das waren die sogenannten Weltuntergangsjahre, also heißer Scheiß. Yeah. Shaman Files. Oh.
Wissen und geliebtes Wissen sind verschiedene Dinge. Bist du die Bücher, die dich verschlingen, oder die Lehren, die dich lieblich umringen und dich rausholen aus deinem Starrsinn? Wahr sind nur Geschichten des Lebens, Storys von Menschen und Begegnungen. Es ist das Licht in der Seele, bringt das Denken in Bewegung. Mit der Erkenntnis initiierst du die Handlung, und weil du ein Mensch bist, manifestierst du die Wandlung. Aber lernst du draus? Bist du der Guck deines Lives oder wärmst du auf? Ich schneide das jede Puzzleteil für dich gerne aus. Der kam dann aus dem Lutschersack, geht immer erst im Lauf der Reflexion. Das heißt, musst du lernen zuzuhören, bevor sich Action lohnt. Move slow, talk slow. Das wäre doch mal eine Aufgabe. Aber der Hamster dreht eine Runde in seinem Laufrad, als gäbe es keine Ausnahme. Ich schreib mal runter vor der Ausfahrt. Slow down wie ein Baum, der Jahrhunderte vorausplant. What goes up, machst du Countdown. Und dann wundert dich der Aufschlag. Schwimm nicht zu früh im großen Meer und sauf ab. Außer wenn du den Aquaman auspackst, der alle Elemente drauf hat. Schau wieder. Bis es ein Master Rebel ist auf 500 Levels. Ready to ditch hell. Du driftest in der Kapsel durch das Urmeer. Dann steht Wahrheit in der Blickfeld, als ob sie der dunkelste Sturm wäre. Bis durch die Wolken das Licht fällt und dir wird klar, dass am Anfang nichts hält. Schnell ist langsam und langsam ist schnell. Du schaust das Auge des Sturms wie in der tiefe Schlucht. Du erhebst Widerspruch gegen den Spielerbruch. Du schnappst tief nach Luft auf deiner Reaper-Flucht. Du siehst die Zeit im Runde zu gehen. Du würdest alles dafür geben, noch eine Runde zu drehen. Doch die Puppe bleibt stehen. Für einen Moment, dann ist still. Du siehst dein dunkles Emblem fantastisch leuchten. Du fährst hoch am spastisch kreuchen. Du kannst diese Erfahrung, die praktisch neu sind, nicht faktisch steuern. Tod, dem Leben so nah. Tod, seit du auf dieser Ebene warst. Jung, bist du über jeden Tag froh. Vergiss dein seelischen Argwohn und freust dich über jeden Farbton. Weil du die Dunkelheit beim Wort nimmst und selbst bleibst, wie alle anderen fort sind. Vielleicht macht der nette Dude von nebenan für dich einen Regentanz. Der Weg des Schmerzes ist nun mal nichts für jedermann. Das Leid vergeht, die Leere bleibt dein Leben lang. Oh. Es geht nicht um eine kränkere Marge für eine längere Charge. Ich denk an die Frage, was bleibt am Ende der Tage? Alles, womit dein Kopf gefickt ist, erscheint dir offensichtlich. Doch der Schock zerfrisst dich, es ist doch nicht wichtig. Alles Illusion, du wurdest penibel programmiert. Aber weißt du schon, was durch einen sensiblen Schuss passiert? Ich lass den Holz aus, ich lass mit 1000 Schlägen. Wir können dein Stolz nicht gebrauchen, auf den Schädel. Sei nicht so schnöselig, alles löst sich jetzt. Wahrheit entblößt dich nicht, sondern tröste dich. Du glaubst, sie ist Pipi auf deinem weißen Teppich. Du denkst selbst nach, wenn du nie die Ball im Dreck sitzt. Doch egal, wie tief die Scheiße eingeätzt ist, du hast die Wahl, weil es im Leben kein Rezept gibt. Kein Moment gibt es zweimal, also laber nicht, dass das Leben eine scheinbare Strafe ist. Ja, ja. Jeder. Lämmst deine Sitten für dein schämhaftes Wichsen. Denn wer ist ein Kack-Move, dich mit Pain zu vergiften, dir ein Gain einzutrichtern, ist ehrlich abstrus. In dieser Plane of Existence mit deinem Brain noch getwistet. Aber lernst und schaffst du's, das Same Business von Lame zu switchen. Mit einem Stern im Nachtboost, das Game noch zu shiften, in eine andere Lane zu driften, wie ein derber Schachzug. Vielleicht sitzt du auch gerne einsam im Abendlicht. Der Hammer saust nieder, kein Moment gibt es zweimal, also laber nicht. Royal Flush, Flush, Cash, Cash, Flow, Flow, Change, Change, Hard, Hardcore. Und so weiter, jeden Tag, jeden Tag. Peace. Aus dem Orbit für dein Leben in der Stadt. Alles umsonst, alles gehört allen. Außer du denkst anders, dann kannst du dich verpissen. Für dich scheinbar nur ein blöder Witz, dass du einsam in der Höhle sitzt. Als du vom Höhlengleichnis zum ersten Mal hörst, die Matrix gab schon damals, erklär das den Nerds. Kleiner Reality-Check,
wer war hier first? Wir sind nur eine Abzweigung der Siegergenetik. Der Hauptstrang verläuft von Dinos zu Vögeln. Und wir haben immer noch keinen Plan, wer wir eigentlich sind. Gefangen im Konsum, unser Life wird grim, wenn wir nicht Einsicht gewinnen. Woher kommen wir? Wo gehen wir hin? Warum sind wir hier? Wir checken nicht. Unsere Versuche, etwas zu raffen, sind lächerlich. Wir schrauben an unserem elendigen Wissenssystem. Wenn wir glauben, verwundern lediglich schizophren. So kommen wir nicht auf eine gute Bahn, wenn wir uns weigern, die Erfahrung zu erfahren. Die Medien bringen den größten Müll auf die Scheibe, das ist nicht unsere Welt. Und die Klugen hüllen sich in Schweigen, weil es den Dummen gefällt. Alles ist möglich, make your wish upon a star. Wallah, sehr löblich, merkt man, nichts davon ist wahr. Was du vom Leben noch dachtest, ist nicht mehr als bequemlicher Schwachsinn. Es kommt erstens immer anders und zweitens als man denkt. Also über andere und über Reize kein Geschenk. Scheiß mal auf das übertrieben Rationale. Es wird nur zu Kriegen, Hassradar. Alles schön hingeredet, aber den Sinn verfehlt, bitch. Siehst du den Typen da drüben, der zu betrübt ist, zu übel? Der kommt ganz langsam dann, in tausend Jahren am Anfang an. Das Battle ist im Hier und Jetzt. Wohin gehst du, wenn du keine Ziele setzt? Hör mal auf das Rauschen im Kopf, dann geht es auch weg. Denkt man out of the box, Seele connect. Leben ohne Zweisicht, was machst du, wenn du frei bist? Gesundheit, Atem und frische Luft. Die Kuh macht Mut, der Fisch macht Blub. Kein Freak durch Enge im Gedränge, kein Schild sagt Ende im Gelände. Was machst du dann eigentlich? Die richtige Antwort kann es sein, ich weiß es nicht. Warum immer alles mit Gründen sektionieren? Lass lieber dein Kopf fünfmal explodieren. Boom! Yeah. Oh. Oh. Ich will in eine andere Zeit. Hier gefällt's mir nicht. Hier gefällt's mir nicht. Schnell das Equipment einpacken und ab in die Zeitkapsel. Zeit für ein Quicktime-Update, bevor die Zeit abläuft. Weg von den Leadership-okkultierten Raptoren mit ihren von Mikrochips okkupierten Traktoren. Wo bleiben die Menschen als fokussierte Faktoren? Lieber widerlich als wieder nicht, verliebt und verloren. Hier werden nur die Geister des Krieges beschworen. Aber du hörst nichts, vielleicht piept's in den Ohren. Du followst den Medien bis zum Tweeten geboren. Du bist ein TV-Freebie, laber nix Intendant und so Sachen. Es bleibt alles intrigant, was sie machen. Drum ist es ja so interessant für die Affen. Das Highlight auf bestimmte Punkte schreibt Geschichte. Du denkst, dass sich so in Verbundenheit verdichtet. Die Wahrheit ist, jeder kennt seine Geschichte. Der Rest sind Auszüge, in ihrer verkürzten Form oftmals auch Lügen. Fick diese ewige Truth-Discussion, nur weil du es nicht gewohnt bist, für dein Fünf zu rasten. Kannst du wirklich wissen, nur was du erlebst? Vergleich dich nicht mit anderen, tu was du verstehst. Es gibt den Weg der Weisheit und den Weg des Schmerzes. Du entgehst der Scheiße immer regen Herzens. Du fühlst dich intricate mit deinen GBT-Commands wie eine unendlich abgefahrene Fibonacci-Reihe. Doch das Tribunal sieht leider dein Potenzial vereinert. Du kannst Maschinen bedienen, aber scheinbar niemals besiegen. Du warst schon weiter. Weil die Hirne der Herdenleute spärlich laufen, hängen sie an Smartphones und werden neue jährlich kaufen. Sie sehen den Fortschritt nicht darin, keine Werkzeuge mehr zu brauchen. Den Geist zu trainieren ist für sie nur Esoterik. Es reicht zu kalkulieren, wie viel dein Leben wert ist. Alles oder nichts, immer alles oder nichts. Es gibt nichts Dümmeres, als eine Sache in Geld aufzuwiegen, weil du Pflicht bekümmert bist, was für dich selbst auszuziehen. Wenn dein Licht verkümmert ist und es für dich nur schlimmer wird, weil du beschäftigt bist, Elfenstaub zu schnüffeln und nach einem fremden Haus zu schieben und dein Weg zertrümmert ist, weil es so immer ist. Das ist der Kreislauf des Habens und Lebens, aber der Weise braucht nur Gaben zu geben und wird reich auch ohne Schaden und Stehlen. Warum sind wir so fasziniert von wahren Systemen? Gleichzeitig hassen und akzessieren wir die wahren Ideen. Die absurde Überraschung ist spannender als das naheliegende erwartete Ergebnis, einzig bedingt durch das klammernde, schamgetriebene, nicht gewagte Erlebnis. Folgen wir der Angst, bleibt uns nichts als in die Falle zu springen. Folgen wir der Liebe, haben wir nichts zu verlieren, aber können alles gewinnen. Yeah. Menschen der Erde, es ist soweit. Es beginnt ein neues Zeitalter, in dem ihr lernen müsst. Ihr vertraut nicht dem Gefühl von innen, nicht dem Freund, nicht dem Bruder, sondern jenen, die euch erfüllen mit Angst, euch Bilder zeigen und Gesetze machen, euch euer Geld wegnehmen, die Freiheit, die Würde und sogar die Luft und das Wasser.
euch trennen vom Wunder und seiner Erde. Ihr vertraut nicht der Himmelsschau, nicht dem Leben, das euch gab, gesunden Körper und Geist. Ihr vertraut den weißgewandten Stündern, die todessauberen Kammern ganze Bibliotheken füllen mit ihrem Wahnsinn und das Leben brechen wollen unter ihres Wahnes Sinn. Die Früchte dessen ihr nun esst und gegen euer eigen Blut ihr schlagt millionenfach und eure Mordlust wird den Gesunden zum Verhängnis. Bis die letzte Gegenstimme verhallt und ihr euch suhlt in Lügen und Verdrängnis. Gibt es Hoffnung, fragt ihr mich, gibt es Hoffnung? Ich weiß es nicht. Es liegt an euch, was ihr bereit zu tun. Könnt ihr der eigenen Schand begegnen, geht zuerst durchs dunkle Tal. Dort lasst alle Finsternis. Bevor ihr klimmt auf meinen Berg, leidet jeden Schmerz, den ihr gesät. Und trinkt alles Gift, das ihr gemischt. Fühlt des großen Ganzen kleines Kind in dem Innern und trocknet seine Tränen. Taut sein eingefrorenes Herz. Erst wenn aller Frevel ist gewusst, jeder Böse ist Gericht, dann erst ist geredet von Hoffnung, dann erscheint ein neues Licht. Ich komme wieder dann zu euch, und diesmal seht ihr mich. Das Blabla. Die heutigen Menschen lieben den Mars. Hast du dich niemals gefragt, warum so keen auf Raketen, warum so obsessed mit diesem Planeten? Es ist ihre Heimat. Er war auch mal grün wie die Erde, das Wasser klar und blau. Und sie wussten alles über die Sterne. Fand man sie waren zu schlau. Doch auf der Spitze ihres blühenden Erbes, als sie alles hatten, beginnt ihre Psyche zu sterben und sie fallen in Schatten. Jetzt beschreiten sie den Weg der Zerstörung wie ein Virus. Wie ein Virus. Wie ein Virus. Als Lemurianer die Arten erklommen, befreite Indianer aus der Hand der Archonten. Bei der letzten Apokalypse wurden sie fast auch verschüttet, doch wir gewährten ihnen Schutz im Inneren von Gaia. Das haltet ihr heute für behindertes Gelaber. Wir lebten im Einklang mit Pflanzen hoch in den Mutterbäumen, als die Marsianer das Land bedrohten und Futter streuten. Für Mensch und Tier sie mit der Krankheit der roten Luft zu beugen, die sie verlangte von Tod und Schutz zu träumen. Und voller Angst rodeten sie unsere Bäume. Sie kamen auf einem großen Kometen zu euch vom roten Planeten. Willst mir nicht glauben, kommst an Wissenschaft und weißt nichts. Uns wurde befohlen, den Menschen zu Licht zu verhelfen. Sie seien bedroht, denken nicht mehr wie Elfen, weil sie nun die Erde verwüsteten. Es fing an mit der Verderbung des Mystischen und der archontischen Verklärung ins Physische. Ich will, dass ihr eure wahre Bestimmung ergreift, euch aus ihren Schlingen befreit. Sie wollten euch niemals verschonen, sie treiben dieses Spiel seit Äonen. Die Menschheit schwingt wie ein Pendel, ihr begrenztes Leid wird immer verlängert. Die Marsianer haben euch ein parasitäres Hirn hingezüchtet, das euren Geist mit barbendem Irrsinn vergiftet. Denn dieser Guided Collectivism ist nur Hype ohne echtes Wissen. Sie werden wieder versuchen, die Stars zu beschreiten und das Erdenklima den Mars anzugleichen. Ihr werdet ausgebildet zu Mutanten des Assisted Collapse. Ihr solltet gut zuhören beim globalen Listening-Test. Euch nicht beteiligen am sozialen Littering-Fest. Eure Führer lechzen zu Knechten und brechen ihre Versprechen. Sie setzen Gerechte und bestechen die Schlechten. So schreitet ihr von Schand auf der Keuschheit in die Angst nach Erneu seid, in der ihr undankbar und scheu seid und nur dem krankhaften treu bleibt. Der Fakt ist, die Dummen kriegen, was sie verdienen, wenn sie folgen ohne Abstrich und sich in Evil verlieben. Ohne eine Armee fatalistischer Deppen hielt ihr nicht an kapitalistischen Ketten, weil sie sich durch ihre Food Soldiers Schutz holen. Ihre Ideen sind ohne diese Gruftdolen nutzlos. Ihr psychopathisches Kalkül ist marsianischen Ursprungs. Sie übertragen es über marsianische Schulung. Sie üben an Knaben
Soldaten wie im spartanischen Blut, jung gut dressiert mit Mind-Control im Spiel der Archonten. Sie interessiert nur ihr Eigenwohl und ihre Nachkommen. Sie verbreiten durch Trauma das Denken von ihresgleichen. So sind eure Launen geleckt durch niedrige Geister. Aber vertraut den lebendigen Zirbelleiter. Sie glauben ihn durch Blenden und ihre Treiben auszuschalten. Doch du kannst dich selbst vom Geschirr befreien. Vielleicht sind diese kosmischen Sphären für dich nicht angenehm, aber du kannst in den gnostischen Lehren ein Anker sehen. Lass mich auch dir zu deinem Glück verhelfen, denn du stirbst, sag, du willst zurück zu Quelle. Sonst darfst du den Archonten dienen in deiner Inkarnation und deine Energie wird zu ihnen ins All verschoben. All diese Worte drehen dir den Kopf und doch glaub mir, es besteht noch Hoffnung. Denn auch im kältesten Herz ist noch die Glut am Glimmen. Um den Wahn zu beenden, musst du nur aufhören zuzustimmen. Oh. Peace.